Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar habe ich was ganz Tolles, weil es ist ja jetzt Sommer oder es wird Sommer. Und da habe ich was gesehen und habe dann mal gefragt, ob ich das mal vorstellen könnte. Und da wurde mir natürlich ja gesagt. Und da habe ich hier, die haben noch richtig geil, ich werde euch mal die Webseite von denen verlinken und dieses Produkt werde ich euch auch verlinken im Video und im Unboxing und im Hardware-Video, weil die haben noch richtig geile Bluetooth-Radios, so im 50er-Style, 60er-Style, so in dem Dreh. Müsst ihr euch mal angucken, richtig Hammer sehen die aus. Und hier haben wir jetzt ein Bluetooth-Radio. Ja, nicht nur normales Radio, also es kann WLAN, DAB+, und hat einen Akku eingebaut. Und soweit ich jetzt erfahren habe, ist also von Roberts, sind die wohl auch Hoflieferant für Radios, also für Technik und so, für britische Königshaus. Wusste ich auch nicht. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Jedenfalls, ich packe euch die auch die Links in der Beschreibung. Wir wechseln mal in die Unboxing-Ansicht. So, und da sind wir schon am Unboxing-Antisch. Am Unboxing-Tisch. Mensch. Und ja, guck grad, ist irgendwas zugeklebt? Nein. Ach Gott. Ich mach mal Fenster zu, damit das nicht so klackt hier. Das ist nämlich gerade ein bisschen Sturm. Also. Aha, okay. Eigentlich alles ganz übersichtlich. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Gucken wir mal Licht an. Irgendwie will er nicht. Das habe ich in letzter Zeit öfters mal gehabt, dass er irgendwelche QR-Codes nicht anerkannt hat. Okay, will er nicht. Dann gucken wir einfach mal. Also wie gesagt, wir haben ja sozusagen die den Deckel, wo auch Anleitung, also Erklärung mit bei ist. Dann haben wir noch ein kleines Heftchen. Ich denke mal, der wird alles selbsterklärend sein. Dann haben wir, oh, so ja mitten im Entstörer. Uiuiui. Ein USB, also Mini-USB. Auf normal USB. Einen AUX-Kabel. Nee, ich glaube, das ist die Antenne. Weil hier oben ist zu. Das wird die Antenne sein. Das Gerät an sich. Gott. Unten drunter ist auch nichts. So. Ein Stoffbeutel, oder nicht nur irgendwelche Plastikscheiße, sondern richtig Stoffbeutel. So. Oh, das sieht wirklich schick aus. Oh, das Rädchen. Wartet mal, hört man das? Das finde ich süß und schön. So ein haptisches Feedback, dass man eine Stufe, noch eine Stufe und nicht einfach nur dreht ohne irgendein Geräusch, finde ich sehr schön.
Auch die Tasten. Ich meine, hört er das? Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen hören. Oh, ich habe es jetzt angemacht. Machen wir mal aus. Ach, jetzt kommt der dicke Kater. Dann kommen wir weg hier. Auch so vom Style hier. Und das fässt sich hier so außen so alles so ein bisschen wie Leder an. Und dann irgendwie wie so ein älterer, dickerer Koffer oder so. Vom Design her, würde ich jetzt sagen. Und auch mit dem Logo hier vorne drauf, finde ich ganz stylisch. So, dann haben wir hier hinten, praktisch hier und hier hinten. Und dann haben wir hier den Klinkenanschluss für Antenne. Aux-In und der Micro-USB. Von der Verarbeitung her sieht das auch total gut aus. Oh Mann, der Platz hier gerade. Ich habe hier keine scharfen Ecken, Kanten, gar nichts. Also Verarbeitung sieht wirklich erste Sahne aus. Auch nichts, was irgendwie übersteht oder irgendwas dergleichen. Hier dann halt noch Gumminippel für den Fuß. Also sieht wirklich richtig geil aus. Also so lange wollte ich das Video gar nicht machen. Ich wollte eigentlich nur auspacken und zeigen. Jetzt müssen wir das auf jeden Fall gleich testen. Würde ich sagen. Also müssen wir gleich das Hardware-Video noch hinterher machen. Ach Mensch, du dicker Kater. Da bin ich mal jetzt richtig gespannt. Und vor allen Dingen, ich will auch mal gucken, ob es mit Antenne, ob es ohne Antenne auch geht. So, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden für das Unboxing. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im Hardware-Video gleich, wenn der dicke Kater hier mal beiseite geht. Der ist momentan sehr anhänglich. Ja, ihr seht es ja hier. Sehr, sehr anhänglich. Der weicht mir nicht mehr von der Seite. Also wie gesagt, wir haben ein Antennenkabel, wir haben ein Ladekabel, so ja mit einem Störer, wir haben eine Anleitung, hier noch das Radio an sich, so im alten Stil gemacht, mit Gumminippeln unten dran. Ja. Also sieht auch das Display, konnte ich jetzt kurz sehen, war auch gut übersichtlich. Also wirklich, also bis jetzt bin ich mega überrascht und sieht echt geil aus. Und vor allen Dingen auch das Blau. Das ist einfach cool. Ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden mit dem dicken Kater zusammen. Und wir sehen uns gleich im Hardware-Video hoffe ich doch. Wenn wir das erste Mal anmachen werden, wir werden es auch ohne Antenne versuchen. Und dann mal gucken, was da alles machbar ist. Und wie laut es vor allen Dingen ist. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Ach, jetzt habe ich die... Der dicke Kater liegt auf der Fernbedienung. Odin's turn.